Hallo Freunde und herzlich willkommen. Was ist hier schon wieder? Tier war und Gabelbock ist hungrig. Wieso? Was läuft denn jetzt hier schon wieder falsch? Was ist da was? Ich habe jetzt hier noch einen Mitarbeiterraum hinzugefügt, weil die sich wohl angestellt haben. Hier steht schon, müssen sich anstellen, um ihn zu nutzen. Und das ist halt die Werkstatt. Wir bauen jetzt mal hier schnell an unserem Unterstand weiter, damit wir den fertigstellen können. Rein theoretisch kann ich da vorne das Gehege dann aufhören, hier vorne wieder reinsetzen und weiter geht's dann, ne? Das muss jetzt hier weiterbauen, Doppelklick drauf, ne? So. Dann können wir nicht direkt aufs Dach wechseln und dann machen wir natürlich diesmal ein. Das ist eine gute Frage, was wir im Dach machen. Machen wir wieder ein Asphaltdach? So. So. Ganz easy das Dach diesmal. Zack, 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 zack. Ganz einfacher und schneller Unterschlupf. Aber Unterschied natürlich, diesmal sollen die Leute auch reinschauen können. Was natürlich um einiges besser macht für unsere Sichtbarkeit der Tiere. Oben kommt noch so eine so noch dran. Das macht das Ganze noch ein bisschen anders ausschauend ein bisschen. Hier muss natürlich auch noch die Metallkante drauf. Schaut jetzt zwar nicht so mega elegant aus, aber es hat was, finde ich. Ich würde sagen, das ist jetzt fertig, das Gebäude fürs erste. So. Jetzt müssen wir das neben Barriere bearbeiten und schauen, du wirst eine ohne. Dich bewegen wir hier vorne hin. Du wirst ein Einwegspiegel. So, darum muss ich mich auch später kümmern. So. Erstmal muss hier hinten. So hin. Und dann drehen. Und diesen Einwegspiegel sofort. Warum kann ich den nicht länger machen als so? Dann tue ich den dann mittig nochmal verwenden. So. Das heißt natürlich so weit vor wie möglich mit dem unsichtbaren Zahn. Und dann nach oben auf die volle Höhe. Das wird hier von aus natürlich. Bearbeiten. Das ist wieder eingestellt. Und kein Glas, ich will daran. Ja, natürlich auch eine Idee, ne? So, jetzt. Ich hätte gerne eine 3 Meter hohe Mauer.
dich hier kann ich eigentlich ein Fenster, also ein Fenster machen. Muss ich bloß einen Weg einstellen, dass der andersrum ist. So. Genauso wie bei euch beiden. Ach, da kann man sogar die Kante einstellen, was? Hier mega nice. Zum eins 0,35 wieder einstellen. Huch, was? Nee. 0,35. Dann nimmt es nochmal, komm mal nicht. 3,5. Null. 3,5. Der nimmt es nicht an. Das ist ja mal beschissen. Ich tausche jetzt nur hinten die Zahl aus. So. Nimmt er so nicht an. 3,5 Enter. Nimmt er auch nicht an. Hä? Wenn ich den Einwegspiegel ausmache und wieder an. Mann, das ist doch kacke. Das wollte ich auch nicht. So, okay. Dann würde ich sagen, geht das bis hier und zieht sich dann hier nach oben oder so. Oder sagen wir, das zieht sich sogar so zum und geht dann so hoch, also dass das nicht mal wirklich eine Ecke ist, sondern dass das sich hier so abtrennt. Was steht kurz vor dem Zug? Nein, nicht so. Jetzt hier Betriebsurlaub. Ich habe für die Werkstatt extra ein zweites gebaut. Kämpft wegen Überbelegung. Was? Es wäre mir neu, dass ich es auf einmal hinschicke, dass zu viele Viecher da sind. Ah doch, erwachsene Population ist zu hoch. Dann tun wir doch mal die erwachsene Population anpassen. Tiere. Wir nehmen mal die zwei Ältesten. Und schicken sie raus. Und dann schicken wir ihn noch raus. So, jetzt haben wir schon 1117 Blätter. Und die Überbelegung sollte... Steckenzielpreis gestorben? Nein, 25 Jahre alt, an Altersschwäche ist es verstorben. Tierarzt rufen. Hat hoffentlich keiner gemerkt. Wie viel Zielpreis habe ich denn eigentlich noch in dem Gehege drin? Das ist mal so die andere Frage. Zwei Erwachsene. Ich sollte echt mal mich um Zebras kümmern. Das mit den Zebras ist jetzt nicht so gut gelaufen. Steppenzebra. Steppenzebra. Warum denn dauernd nur männlich? Dann hole ich mir halt noch eins nach. Im Handelszentrum verwalten. So. Einrichtung ist ausgefallen, was? Techniker rufen. Techniker rufen. Ich kann sogar Preise einstellen, für wie viel die kosten. Veterinärforschung abgeschlossen. Wie weit sind wir denn? Zwei, okay. Ich hätte gern das Wasser auf. Oh, scheiße. Wäre jetzt nicht unbedingt gut, wenn die ausfällt, obwohl die tut aktuell nur eine Ver. Ein Tier versorgen, ne? Dann tun wir mal hier bearbeiten.
Was ist denn jetzt los? Also allein wo die schon steckt, ne? Bearbeiten. So, hier muss ich nochmal bearbeiten, weil hier kommt sicher nochmal ein Stempel dazwischen. Warum hat denn der so komische Wellenform auf einmal drin? Ist die Frage nicht, wie hoch das alles ist, ne? Anheben. Es geht auf unterirdisch. Du passt, du passt auch. Gut. Eieiei, die machen mich schon wieder in Schreck. Aber ich muss ja auch noch irgendwo einen Eingang bauen, ne? So. So. Das ist schon wieder kacke. Jetzt sagt er schon wieder, es gibt mehrere Gehegeeingänge, weil das da natürlich... Oh. Teilweise das Gefühl, das Spiel ist verbuggt. So. Jetzt gilt das als Umgrenzung. Ich tue das nochmal abreißen und das nochmal abreißen und das auch nochmal abreißen. Barriere bearbeiten. Nein, das soll nicht so, das soll so sein. Ich hätte gerne hier ein Plus. Eine Glaswand. Bisschen länger, 16 cm ist gleich mittlerweile schon zu lang. Nicht mal. So, jetzt wird hier gerade gerichtet. So. Gekürzt. Dann tun wir jetzt hier die Barrieren bearbeiten. So, jetzt ziehen wir die hier auf 2,23 hoch. 32. Die ist 4. So. Und dann müsste doch das gehen. Warum denn nicht? Wenn ich das jetzt hier abmache, entfernen. Dann erkennt das. Also die New Orleans tun sich aber auch zusammenhängen wie Nilpferde, oder? So. Jetzt erkennt das wie... Barriere bearbeiten. Ich tue ja auch nochmal... Hat es jetzt erkannt? Nein. Warum erkennt das nicht? Du gehörst nicht zu dem zusammen. Dann lassen wir es halt bis... das nächste Mal hier, was fertig ist.
Muss ich das vielleicht einmal außenrum umzäunen oder was? Ich hatte eine coole Idee und es funktioniert natürlich nicht, weil ich das Spiel schon wieder rumkackt hier. Das Gehege ist umzäunt. Dann würde ich doch mal sagen, Tierhandel. An Zoo Senfli. Es wird am Anfang zwar noch sagen, dass das noch nicht passt, weil natürlich Schnee fehlt. Und. Ich hätte doch noch eins hier. So. Schickt mir meine Rentiere. Meine Rentierchen. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und in der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, dass wir, erstens machen wir jetzt hier noch schnell, wir drehen die Spiegel um, dass es den Rentieren gut geht. Also, bis dann. Ciao!